Hallo liebe Campingfreunde, wir sind immer noch der TC in Leipzig und ja, jetzt sind wir auf dem Stand von Alpine und jetzt haben wir einen alten Bekannten, den Thorsten. Hallo Detlef. Ja, wir schauen uns heute mal die Geräte, die Alpine so anbietet für den Caravan-Bereich. Schauen wir mal ein paar einzelne Geräte an und eingehen wir mal ein bisschen in die Tiefe, was so möglich ist. Stell dich doch noch mal kurz vor. Hallo, ich bin der Thorsten von der Firma Alpine und mache den Vertrieb in Norddeutschland und bin hier in Leipzig auf der Messe mit einem Händler zusammen hier aus Norddeutschland. Und wir haben hier so ein kleines Portfolio unserer Navigationen im Reisemobilbereich mit unserer Basisnavigation als All-in-One-Gerät, 6,5 Zoll Display, mit Navigation, mit integriertem Laufwerk für CD und DVD, USB, Kameraanschluss, DAB-Tuner, alles dabei. Okay. Ist dann die Einbauvariante im Armaturenbrett integriert. Basis hier so gezeigt, Fiat Ducato 7, baugleich Citroën Peugeot. Okay. Macht der passt denn nicht mehr rein? Oder gibt's dann? Es passt auch in den 8er Ducato, ja? Dann braucht man halt nur ein anderes Installationskit. Ach so, aber es passt genauso. Passt rein. Genauso, richtig. Super. Gibt es da eine Besonderheit bei diesem NaviCiber? Na, die Besonderheit ist einfach Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, unter 1000 Euro. Okay. Und dass das Gerät noch ein integriertes Laufwerk hat. Also für die Kunden, die, ja, genau, CD und DVD abspielen möchten, ist es natürlich dann ein Highlight. Habe ich neulich gesucht bei mir, ja, aber leider nicht mehr gefunden. Ist selten zu finden, ja. Mittlerweile, Displays werden immer größer, ja, und die Möglichkeit des Laufwerkes ist ja dann nicht mehr gegeben. Ist super integriert, man sieht das ja wirklich kaum, ne? Ja, dann schauen wir uns mal das nächste Gerät an. Das ist recht neu, ne? Richtig, das ist unser größtes Display, was wir bei uns im Programm haben bei Alpine. 11 Zoll. Mhm. Ja, das Besondere hierbei ist auch, es ist neigbar. Also man kann es sich zu dem Fahrzeug oder auch der Situation Sonneneinstrahlung über die Frontscheibe, ja, so positionieren, dass man wirklich eine gute Sichtbarkeit und, ja, Ablesbarkeit der Bedienung hat. Und hat natürlich auch bei der Größe richtig große Button, die in der Bedienung echt einen Vorteil haben. Ja, also hier denke ich mal, kann man das ganz gut bedienen. Oh, das reagiert ja sofort. Das finde ich richtig gut. Ja, und für denjenigen, der während der Fahrt das nicht so mag, über Touch-Bedienung, ja, gerade die Lautstärke regeln, haben wir einen Bluetooth-Lautstärke-Regler, ja, den man optional ans Gerät bringen kann, beziehungsweise weil er halt per Bluetooth mit dem Gerät verbunden, ja, ist, kann der auch irgendwo anders montiert werden. Ne? Also richtig, und dann habe ich hier drüber die Möglichkeit, mit dem Drehregler die Lautstärke zu steuern. Könnte man hier direkt neben dem Lenkrad, da habe ich jetzt den Bassregler. Beispielsweise. Da könnte man das, und dann kann man wunderbar auf die schnelle regeln. Reine Geschmackssache und, ja, im Fahrzeug, wo dafür Platz ist. Ja, ja, ja? Aber es wirklich, es reagiert, wenn man jetzt hier drunter fährt, hat man ja die Möglichkeit, reagiert er sofort. Ne? Wir haben auch für die beiden Grundfunktionen, also Quellenbar und Menüumschaltung, so diese haptische Bedienhilfe. Ja? Man kann mit dem Finger hier so reinlegen und das dann durchschalten. Okay. Mal eine kleine Unterstützung, ja, unterhalb der Tasten. Das Gerät ist auch wieder ausgestattet mit DAB-Tuner, UKW, HDMI-Eingang, zwei USB-Eingänge, Bluetooth-Audio, Bluetooth-Telefonie. Mhm. Läuft ohne integrierte Navigation. Ja. Da wäre es dann möglich, über Smartphone, Apple CarPlay auch Wireless zu nutzen oder Android Auto, ja, und da dann über eine App die Navigation aufs Display bringen. Genau, das wird ja oft gemacht. Wir haben es ja früher auch immer so gemacht. Wäre eine Alternative für die Kunden, die jetzt keine fest integrierte Navigation brauchen. Ja. Und ist preislich natürlich auch dann eine interessante Geschichte, ja, weil die großen Geräte ja weit über 1000 Euro kosten. Und genau, hier wäre ich bei 1049, okay, für ein 11 Zoll Display, cool, was vom Gerät her mit dem Einlean-Buddy, ja, universell einbaubar ist für, ja, viele Fahrzeugtypen. In diesem Fall auch mal jetzt hier so gezeigt in einem VW-Cockpit. Geht natürlich auch für Fiat. Mhm. Haben wir Installationskits, Fiat 7, Fiat 8, beides Ducato. Sieht optisch auch richtig und hat eine tolle Haptik hier. Ja, so die Glossy-Optik, ja, ist also sehr hochwertig gemacht. Genau, hochauflösendes und das Display. Das Display ist auch noch mal besser geworden, finde ich. Das ist irgendwie kräftiger. Sehr schön. Und die Möglichkeit wäre auch durch den Einlean-Buddy, das für Ford Transit Custom zu verwenden. Ja. Ja, da, wo die Fahrzeuge jetzt auch in der Reisemobilbranche, okay, interessant werden,
auf Basis Ford, wenn da eine Radiovorbereitung in dem Fahrzeug war oder nur ein Eigenradio verbaut ist. Für alle Wohnmobile dann sozusagen. Genau. Super Geschichte. So, und dann haben wir hier unsere beiden bekannten Geräte, die wir schon seit einiger Zeit am Markt haben. 9 Zoll Display mit integrierter Reisemobilnavigation. Einmal das schwenkbare Modell, das ist also Beifahrerseite oder Fahrerseite jeweils schwenkbar. Ziemlich stark eingesetzt hier, dass es also so ein bisschen schwergängig ist. Das kann man aber noch frei variieren, das kann man einstellen, dass es ein bisschen einfacher geht. Genau. Das Schöne ist mit Drehreglern, hier habe ich am Gerät laut leise als Drehregler dran. Navigationsbereich, schöne große Karte, 9 Zoll, ja. Menüaufteilung, ebenfalls wieder UKW, DAB, AUX, Bluetooth Audio, Bluetooth Telefonie, HDMI-Eingang. Also die Tasten finde ich genial. Jetzt gerade die Kamera, die ist hier auch eingeschaltet. Da oben, seht ihr die? Ich habe fest den Kamerabutton, also ich kann während der Fahrt auch die Rückspiegelfunktion nutzen, beziehungsweise schauen, Fahrradträger, was ist da gerade los? Oder die Rückfahrkamera, ne? Also man kann ja dann einmal weiter, dann kommt die andere Kamera. Ne, nee, draufbleiben. Kamera einschalten. Nee, einfach so. Ja. Korrekt. Dann ist das die Multiview-Kamera, wenn ich den Bildschirm antippe. Ach so, war das, genau. Habe ich die normale Rückansicht. Genau. Das geht auch noch im Panorama. Das heißt, es ist ein bisschen breiter gezogen jetzt. Ja. Dann habe ich die Eckansicht, Corner. Zum Beispiel beim Einparken kann ich mir links und rechts die beiden Fahrzeugecken genau abbilden lassen. Und wenn es mal ein bisschen eng wird beim Einparken. Oder ich habe die Top-View, wo ich senkrecht an der Rückwand runterschauen kann. Das macht ihr alles mit einer Kamera. Das ist eine Kamera, Multiview mit 4 Blickwinkeln. Ja, die habe ich ja auch drin. Ne? Aber bei mir geht es immer beim Rückwärtsgang automatisch Kamera an. Ich habe ganz selten, wo ich dann den Fahrradträger hinten dran habe. Dann habe ich ja auch mal angeschaltet während der Fahrt, damit man sieht, wie schwingt der jetzt eigentlich. Aber dann habe ich gesagt, mach dir keine Gedanken, mach das Ding wieder aus, das hält ja sowieso. Ja, okay, wenn man Vertrauen hat und das weiß, also, ist okay. Ja, ja. Aber ansonsten generell Rückwärtsgang einlegen, kommt natürlich auch die Rückfahrkamera. Ja. Wir haben auch bevorzugt Schnellstart drin. Gerade wenn man das Fahrzeug startet und legt einen Rückwärtsgang ein und die Navi bootet noch hoch, kommt sofort die Rückfahrkamera. Genau. Das finde ich immer ganz klasse. Was parallel bei mir dazu drin auch 9 Zoll, ja, genau, das hast du in deinem Fahrzeug, das ist nicht schwenkbar, das ist die feste Installation, bleibt das Display so in dieser Positionierung. Aber ich finde, das spielt keine Rolle. Du kannst von links und von rechts richtig gut schauen. Also man muss das auch nicht schwenkbar. Die Ablesbarkeit hier ist ja gut. Ja, ja. Da also, kann man es natürlich noch ein bisschen verfeinern, wenn man es links, rechts noch etwas aber ich habe da jetzt überhaupt keine Probleme gehabt von der Sichtbarkeit. Ne? Egal von welcher Seite, kann man super ablesen. Ja. Auch wieder Drehregler für Lautstärke oder Senderwahl super. Im Tuner. Auch wieder diesen Kamerabutton. Das Besondere hier, habe ich das gleich mal drauf, wir verwenden Park4Night. Ja. Über unsere Navigation ist fest in den Geräten integriert. Sind wir auch die einzigen am Markt, die in der Reisemobilbranche die Navigation mit integrierter Park4Night-App vertreiben. Super Geschichte. Und das funktioniert dann halt so, dass ich in die Navigation reingehe, mir dann über Park4Night die Icons anzeigen lassen kann, habe dazu eine Info von einem Nutzer auch geschrieben, also zusammengefasst, was mich da als Reisemobilinteressierter erwartet oder was da in der Umgebung ist und habe dann auch die Möglichkeit, mir über Images dann entsprechende Bilder, die da auch von Reisemobilnutzern hinterlegt wurden, anzuschauen und kann dann genau live sehen, hey, super, so sieht es da aus, interessiert mich oder ist eher nicht so meine Baustelle. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und dann kannst du einfach Navigation drücken und hin navigieren. Richtig, weil es in der Navigation mit hinterlegt ist, kann ich das auch gleich als Ziel oder Wegpunkt eingeben und in die Navigationsberechnung mit einfließen lassen. Und das, was ich hier ganz toll an diesem Navi finde, der zeigt mir immer alle Parkplätze sofort an, während ich fahre. Ne? Über die Camping-App auch. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. Richtig, hm? Und dann sehe ich die ganzen Parkplätze und dann kann ich anwählen, zack, ich will dahin. Fertig, das ist total easy. Ansonsten musst du aufwendig im Handy erstmal gucken, liegt das überhaupt auf meiner Route und passt das? Auch genauso Tankstellen sind super sichtbar. Also finde ich total genial. Ich kann mir die POIs dann im Prinzip frei wählen. Ja. Ja? Hier Parkplätze, dann auch für Übernachtung, Tankstellen, Camping. Oder hier so Camping, wo dann Park4Night und Bordatlas hinterlegt sind. Ja.
Und diese Icons kann ich fest mir anzeigen lassen, nach Auswahl meiner Notwendigkeit und dementsprechende Navigation auch fest verwenden. Das Schöne ist auch im Navi-Bereich, dass wir die Möglichkeit haben, einen Fahrcomputer anzuzeigen. Das heißt, ich habe permanent eine Anzeige Geschwindigkeit über GPS gemessen, dann höher zu mehrere Richtungen, die ich mich bewege. Aber meistens ist die Navi ja so eingestellt, dass ich immer mit dem Cursor nach oben fahre, egal ob gen Süden oder gen Norden. Kann ich auch natürlich ändern in Fahrtrichtung nördlich. Da muss ich manchmal 180 Grad umdenken. Und hier kann ich mir das nochmal exakt anzeigen lassen. Weil wir ja bei diesen Icons sind, man kann ja auch so schön zoomen hier und dann kann man auf der Autobahn vorausschauen, wo sind denn die Tankstellen. Das haben wir nämlich neulich wieder gemacht. Da habe ich gesagt, jetzt nochmal aufstellen, auch wenn ich nach einer Tankstelle suche. Nee, dann habe ich hier einfach gesucht. Ah, das liegt auf dem Weg. Brauchen wir nicht lange warten, brauchen wir nicht abfahren. Super Geschichte. Genauso mit den Parkplätzen halt. Ne? Ja, mit der Touchpanel-Oberfläche funktioniert das halt, wie man es auch vom Smartphone gewohnt ist. Genau, das ist halt super. Ne? Dann auf der Karte frei bewegen kann und kann auch den Maßstab ändern, wenn man da jetzt mehr von der Umgebung sehen möchte. Genau, das kann man genauso machen. Und dann kann ich hier eben auch Beispiel entlang der A14 schauen. Und hier habe ich zum Beispiel die Icons. Ne? Hier ist eine Tankstelle. Und Parkplatz hier. Ja, ist echt super. Und eben die Reisemobilprofile, das können wir auch gerne nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Über Routeneinstellungen. Voreinstellungen. Und dann habe ich hier das Fahrzeug und dann haben wir drei Profile fest hinterlegt, also bis 3,5 Tonnen im normalen Kastenwagen, Rennbereich. Darüber dann teilintegrierte oder Sondermodule bis 7,5 Tonnen und dann die großen Liner über 7,5 Tonnen. Und diese Profile kann ich dann entsprechend auch noch bearbeiten, passend zu meinem Fahrzeug. Mit einer Geschwindigkeit, die ich so als Durchschnittswert eingeben möchte und habe dazu dann Länge, Breite, die Länge, Breite, Höhe und maximales Gewicht. Absolut. Ganz wichtig. Und diese Daten fließen dann in die Navigationsberechnung mit ein. Ja, ich stand neulich mit dem Ralf mal, auf einmal bremst er ganz scharf, sagt er, ich hätte fast die Brücke nicht gesehen, die ist viel zu niedrig, sagt er. Ne? Da hätten wir nicht durchgepasst, da wären wir einen Kopf kürzer gewesen. Ne? Also dafür ist das natürlich super, ne? Da kommt man ja gar nicht in die Gelegenheit. So soll natürlich, es sein. Natürlich muss man aufpassen. Man weiß ja nie, sollte man mal ein bisschen aus dem Fenster schauen, was los ist. Ob noch wirklich noch eine Brücke nicht auf der Karte vorhanden ist, das weiß man ja nicht. Aber in der Regel umgeht er diese Brückenunterführung. Das passt dann schon ganz gut. Ja, beim Radio fand ich auch, das hat einen super Empfang. Und man sieht hier auch die Sender-Icons sehr schön gemacht. Und dann kann man auch noch danach suchen, was einen möchte. Also wenn man Popmusik hören möchte, kann man direkt nach Popmusik alle Sender auswählen. Das ist auch ganz praktisch. Man muss da nicht lange suchen. Gerade bei der riesen Senderauswahl, da wirst du ja verrückt, wenn du jetzt mal irgendwo einen anderen Sender mal suchen willst. Aber zum Beispiel 8080 und Sunshine, die höre ich auch wieder in der Antenne. Ja, also 80s ist so ein beliebter Sender und der auch vom Musikmix her ganz angenehm ist. Das muss aber letztendlich jeder selber entscheiden, was sein favorisierter Sender ist. Aber letztendlich kann ich in dem Empfangsgebiet mir über den Suchlauf die Sendeliste anzeigen lassen. Mhm. Ja, beziehungsweise kann ich aber auch hier gefiltert nach PTI dann speziell schauen, was ist jetzt Popmusik, was sind Nachrichten, was ist hier Kultur oder Infoprogramm, ja, und mir das dementsprechend rausfiltern. Gibt sogar jetzt hier DPD Drivers Radio. Also im DAB-Bereich sehr vielfältig. Wenn man im Ausland ist und immer noch Radio hören möchte, geht man einfach auf UKW empfangen. Genau, dann analog. Also analog. In den Ländern, wo es ganz gut läuft, so wie hier bei uns in Deutschland, Aber man spürt schon den Unterschied, ne? Also wenn ich dann manchmal auf UKW, ich hatte jetzt neulich in Lübeck, da gibt es irgendwie einen Totalausfall. Da funktioniert DAB irgendwie gar nicht in der Gegend. Und dann bin ich auf UKW umgeschwenkt. Konnte ich dann hören, aber man hört schon den Unterschied. Ja, also vom Dynamikpegel her ist es eine andere Klangqualität, wenn ich DAB höre. Auf jeden Fall. Absolut. Wir haben auch dieses UKW-Linking mit drin. Das heißt, wenn ich einen Sender habe, der sowohl terrestrisch über UKW als auch bei DAB digital ankommt,
und ich habe eben den Sender über DRB und die Empfangsqualität geht zurück, ist ja digital und ist damit mal weg, würde das Gerät automatisch auf den Sender im UKW-Bereich umschalten. Cool. Und dann kann ich halt den Sender da weiterhören. Da hatte ich den falschen Sender dann wohl an. Aber mir wurde schon gesagt, in der Ecke da Lübeck, da gibt es Probleme irgendwie mit den Sendemasten. Ja, es gibt territorial immer Regionen, wo DAB nicht so gut ausgebaut ist. Aber ansonsten, deutschlandweit hatte ich keine Probleme. Ne? Und da habe ich mich gewundert erst, was ist los? Aber da hat er mir das gesagt, da gibt es echt Probleme. Also wenn es da mal ist, das muss nicht das Radio sein, das muss nicht die Antenne sein. Es gibt viele Ursachen dafür. Ja. Absolut, ja. Nee, es sollte aber mein Zusammenspiel sein zwischen einer guten Antenne, einem Gerät mit einem guten Tuner. Genau. Und dann habe ich auch beste Voraussetzungen. Nee. Ja? Wie gesagt, sonst habe ich überhaupt keine Probleme. Habe ich gestaunt, wie gut der Empfang ist mit der Standardantenne von Fiat, die ich bei mir drauf habe. Also ja, Standardantennen Fiat können oft im Außenspiegel sein. Wenn das eine Dachantenne ist, dann ist das sicherlich über den Hersteller oder Aufbauer schon eine angepasste Antenne, speziell für die. Aber die hat einen integrierten Verstärker gehabt. Also meistens sind es Aktivantennen, gerade für den DAB-Bereich. Genau. Ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Navigationsgerät. Was wir noch mit drin haben bei den großen Geräten, ist so als kleine Hilfe ein Pre-Flight-Check. Das heißt, wenn ich ins Menü gehe, haben wir einen Button Kfz-Info. Ja. Und darüber kann ich über Einstellungen mir die Abfahrtskontrolle konfigurieren. Ja. Das heißt, wenn ich hier drüber reingehe, habe ich nochmal die Möglichkeit, mein Fahrzeug zu klassifizieren über Länge, Breite, Höhe. Ja. Und habe dann so bestimmte fahrzeugspezifische Baustellen, die man ganz gerne mal vor Abfahrt vergisst. Ah. Ja, sind die Fenster geschlossen? Ist die Duschtür zu? Abfahrkeile oder Auffahrkeile vor der Abfahrt? Das ist ja genial. Liegen die vielleicht auch drunter? Ja. So als kleine Gedächtnisstütze. Ja. Und das bekomme ich dann vor Abfahrt angezeigt. Dann kann ich gucken, hey, wenn man dieses Navi anmacht oder startet das Fahrzeug? Wenn man das Fahrzeug startet, ne? Wenn man das Fahrzeug startet und den Navi dann auch mit hochfährt, bekomme ich es automatisch dann angezeigt, wenn ich es aktiviert habe, wenn ich es möchte. Super. Aber zum Beispiel hier so, ne, Landstrom. Ja, genau, ganz abgezogen wichtig. Und fahre nicht mit einem halben Kabel dann los. Bei mir wäre es das Aufstelldach. Sowas zum Beispiel, ne? Genau. Markise vielleicht eher weniger. Ja, also das kriegt man schon mit beim Einsteigen, glaube ich. Ne? Sattanlagen, die klappen auch automatisch, wenn ich die Zündung anmache. Schränke. Ja, aber Schränke werden oft gern Schubladen. Ne, Tisch oder so. Lose Objekte, auch nicht schlecht. Und meistens bemerkt man es oder hört es dann auch kräftig, wenn man on Tour ist. In die erste Kurve kommt, genau. Ja, das bleibt nicht aus. Aber wirklich sehr interessant. Das müssen wir auch mal nutzen. Super. Ja, es sind ja so viele Einstellmöglichkeiten in dem Gerät. Das ist ja der Hammer. Wir haben ja nur einen Bruchteil jetzt auch gerade gesehen. Das geht es ja auch. Ist auch interessant hier auf den Messen. Also es kommen ja auch Kunden, die schon Alpine-Geräte haben oder aktiv mit denen unterwegs sind. Und man hat aber immer wieder einen Menüpunkt oder ein Detail, wo man den Kunden was Neues zeigen kann. Ja. Die also das Gerät umfangreich noch gar nicht so kennen oder ausprobiert haben. Weil letztendlich ist es so, im Groben die Navigation, dann Radio und dass man das Smartphone anschließt für Telefonie oder für Musikstreaming. Genau. Ja, oder auch eben die Möglichkeit mit Apple CarPlay und Android Auto hat, also diverse andere Apps dann spiegeln kann und über die Oberfläche bedient und beim 9 Zoll Display oder so wie da 11 Zoll vorhin gezeigt, habe ich auch wirklich eine gute Bedienbarkeit. Also, das passt also schon. Das Wichtigste ist oben halt und dann kann man aber in den Untermenüs noch viele Einstellungen machen. Also ich finde das schon sehr übersichtlich. Das Einzige, was ich wirklich mal gesucht habe, was ich dich gefragt habe, warum auch immer ich das gesucht habe, das war eigentlich ganz einfach, wie man die Lautstärke vom Navi einstellt. Ne? Also, dass das Navi mit dir spricht. Ne? Genau, also das kann man generell wählen. Ne? Ja. Wenn ich eben, hier habe ich jetzt mal so eine Anzeige, ne? Von dem Pre-Flight-Check, wie das dann aussieht. Und wenn ich in die Navi reingehe, habe ich halt meinen Ton. Ja. Und dann kann ich generell während der Navigation entscheiden, möchte ich Sprachanweisung einschalten oder eher ausschalten. Kann ich auch deaktivieren. Mhm. Dann habe ich natürlich keine Stimme. Absolut. Nee, aber es funktioniert ja auch, weil
wenn du an eine Kreuzung kommst, dann blinkt immer die Straße auf, wo du langfahren sollst. Das siehst du im Blickwinkel, rechts sehe ich das immer und dann gucke ich, ah, jetzt muss ich abfahren. Auch ohne Ton kriegst du das mit, ne? Ja. Also fand ich erstaunlich. Also ich fahre generell auch so. Ich lasse mir das bloß visualisiert anzeigen. Ja, ja. Ich habe den Ton aus, habe da keine Sprachansagen. Aber man kann das zum Beispiel auch noch hier klassifizieren. Ne, fahr man über früh ankündigen oder möchte ich jetzt eine Ausführlichkeit der Sprachansagen oder möchte ich es eher im mittleren oder minimalen Bereich? Also ich kann jetzt auch Sprachansagen wählen und hätte gern minimal. Mhm. Also wenn es dann zu oft kommt und nervt, dann gehen wir einfach auf minimal. Also sehr vielfältige Einstellungen, auch im Detail, was das Gerät alles kann. Ja. Muss man sich mal so ein bisschen mit beschäftigen. Ja, wirklich, da muss man sich echt mal Zeit nehmen. Wie gesagt, ich bin da echt super mit zufrieden, auch was die Navigation angeht. Erstaunlich mobil, also wohnmobilgerecht ist die Navigation. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das mit den Karten was zu tun hat, aber ich finde, ich lande auf Straßen, die ich auch gut mit dem Wohnmobil fahren kann. Ne? Natürlich auch einstellungsabhängig von den Fahrzeugmaßen, aber vielleicht habe ich auch die richtigen Maße eingegangen. Vielleicht passt das deshalb, ich weiß es nicht. Naja, wir verwenden das Kartenmaterial von TomTom Maps, was auf den Elbbahngeräten installiert ist und im Hintergrund läuft. Das ist schon mal der eine Punkt. Und dann auch unsere Erfahrung im Reisemobilmarkt. Also diese Geräte gibt es ja schon länger. Mhm. Und was sehr erstaunlich ist, ich hatte ja immer so ein bisschen Probleme im Wohnmobil. Das ist natürlich alles sehr laut mit der Freisprecheinrichtung. Und da war ich ja echt gespannt, weil das Mikro befindet sich hier. Nein, hier oben. Da oben? Das ist der Reset-Knopf, aber hier oben ist das Mikrofon integriert. Da ist das Mikrofon integriert, weil ich habe erstaunlich gute Ergebnisse damit, weil der Gegenüber, der hört mich richtig gut, wirklich richtig gut. Sonst hast du ja immer, oh, nimm mal das Handy in der Hand oder was. Ich sage, ich bin beim Fahren, das geht nicht, sorry. Und da brauche ich das nicht, das kann meine Frau bestätigen. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil wir hatten ja auch Geräte, da war auch ein Mikrofon extra nochmal, das hat ja alles nichts gebracht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich am Gerät selber. Da ist sicherlich auch einmal, welches Bluetooth-Modul hier drin verbaut ist, dann auch welches Mikrofon von der Empfindlichkeit, von der Anpassung auch. Und auch wie das Mikrofon ins System integriert ist. Ne? Okay. Also so hier oben jetzt auch so ein bisschen gekapselt dahinter oder wenn man es frei hat, wo habe ich es dann verbaut in dem Fahrzeug, weil alle Vibrationen, die jetzt vom Antrieb, von der Lenksäule oder auch Windgeräusche über A-Säule oder irgendwelche Träger so oder eine Scheibe reinkommen. Sachen, richtig, die übertragen sich auf so ein Mikrofon. Das nimmt das natürlich auch mit auf. Und ich selber bemerke es nicht. Ja. Aber der Gegenteilnehmer Klar. Ja, der sagt dementsprechend dann, deutlich. Kannst du nicht mal ordentlich dein Handy halten oder was auch immer? Das wird mit verstärkt. Ansonsten kann ich das Mikrofon und auch die Lautstärke natürlich hier auch noch anpassen. Ja. Ja, also während des Gespräches kann ich dann in das Menü reingehen und kann das dann auch live dementsprechend einstellen. Ja, genau. Wie laut möchte ich die Stimme haben? Wie laut soll mich der Gesprächsteilnehmer oder Teilnehmerin dann akustisch verstehen? Wie passe ich das Mikrofon von der Empfindlichkeit an? Das geht natürlich auch. Thorsten, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier auf der Messe. Weil ich weiß, danke, dass ihr da wart. Hier ist richtig viel los immer bei dir. Beim Alpine-Stand mal die Bremse gezogen habt, dann wir das mal so kurz erläutern. Alles klar. Sehr gerne. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Also. Ja, gute Zeit. Ciao.